Ist er irgendwo hier? Ach, jetzt bin ich wieder schwer. Jetzt lassen Sie mich das schwere Zeug tragen, oder? Ja. Waffen. Oh, Baby. Hey, ich komme nicht mehr richtig vom Fleck, aber ich folge Ihnen im Geiste. Das ist bitter. Dann nehme ich dir den Stealth Boy ab. Den Leguan am Stiel. Zuckerbomben. So. Jetzt aber. Ne? Ja, wo ist der Doc? Ah, da sitzt er. Howdy. Ja, hallo. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Nein, aber ich kann Ihnen weiterhelfen. Wie schreitet die Forschung am Heilmittel für das Nachtvolk voran? Sieht sehr vielversprechend aus. Aber ich werde die Droge nicht in absehbarer Zeit synthetisieren können. Ich sollte echt wieder zurück an meine Arbeit. Ja, aber ich habe einen zerkauten Stealthboy im Nachtpirscherbau gefunden. Strom ist noch da, aber das Gehäuse ist beschädigt. Seltsam, dass eine Belastung durch Tarnstrahlung derart schnell Mutationen hervorruft. Sehr viel wichtiger ist, dass dies erklärt, warum meine Forschung an den Nachtpirschern zu keinem Heilmittel für das Nachtvolk geführt hat. Mir bleibt nur mehr ein Weg. Ich muss den Mark II-Test mit Lilly durchführen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wie sehen die Risiken des Experiments aus? Eventuell sofortige und bleibende geistige Schäden. Es hat seinen Grund, warum der Stealth Boy Mark II nie über das Prototypenstadium hinauskam. Lilly kämpft bereits mit einer Vorerkrankung und durch das Experiment würde sich ihr Gesundheitszustand höchstwahrscheinlich noch verschlechtern. Warum Lilly und kein anderes Nachtvolk? Lilly mag exzentrisch sein, aber für gefährlich hielt ich sie nie. Und was noch wichtiger ist, sie hat mich gefragt, ob sie mir irgendwie helfen kann. Ich habe sie über die Risiken aufgeklärt, aber sie bestand trotzdem darauf, mir zu helfen. Ja, dann würde ich sagen, spreche ich mal mit ihr. Ich werde warten. Zerkauten Stealth Boy entfernt. Mit Lilly sprechen. Hey. Kommst du? Lilly. Hoffentlich schneit es nachher. Schau nicht an. Jemand beobachtet mich. Das spüre ich. Henry. Ja, ja. Dr. Henry ist ziemlich schlau für einen Menschen. Wenn du meinst. Ah, das müsste Lilly sein. Hallo! Jimmy? Kleiner Jimmy? Wie groß du geworden bist. Schön, dass du deine Großmama besuchen kommst. Wer ist Jimmy? Oh, Jimmy! Nun stell dich doch nicht so an! Komm her und gib deiner Großmama ein Bussi! Nein! Ich glaube, dass du mich mit jemandem verwechselst. Ich, oh ja, Liebes, wie dumm von mir. Hab meine Medizin heute noch nicht genommen. Was kann ich für dich tun? Wahrscheinlich nicht nur heute. Was tust du in Jacobstown? Ich hüte Großhörner. Das sind liebe, sanfte Kreaturen, aber manchmal ganz schön störrisch. Genau wie meine Enkelkinder. Möchtest du immer noch Dr. Henry bei seinem Experiment helfen? Aber ja, Liebchen. Ich weiß, das ist gefährlich. Aber es wird sich alles fügen, wirst sehen. Ich gehe jetzt zu ihm. Wäre unfein, ihn warten zu lassen. Gehen wir mal hin. Hallo. Ja, hallo. Die Geräte sind angeschlossen und betriebsbereit.
Wir können mit den Tests beginnen, sobald sie das Startzeichen geben. Wieso? Fangen Sie noch nicht an, bin bald wieder da. Dann fangen Sie mal mit den Tests an. Das scheint mir, als wäre es da noch irgendwie so, dass man da eine zusätzliche Sache noch machen könnte. Komm, fang mal einfach an. Bitte treten Sie zurück. Ich möchte verfälschte Messdaten vermeiden. Aber Sie können gerne bleiben und zusehen, wenn Sie möchten. Na, ich weiß nicht, ob ich mir das angucken möchte. Warten, bis Dr. Henry das Experiment abgeschlossen hat. Schalte den Stealth Boy ein, Lily. Schalte es ein! Fühlt sich komisch an. Komisch, aber gut. Interessant. Versuche jetzt an etwas Aggressives zu denken. Stell dir vor, du zerquetscht gerade einen Red Scorpio. Lily zerschmettern! Was sagen die Messwerte, Calamity? Das Tarnfeld ist instabil und bringt alles durcheinander. Die Gamma-Wellenaktivität liegt angeblich bei Null, aber das kann nicht stimmen. Gamma-Wellenaktivität ist Null? Liegt wohl an der Interferenz. Gut, das wäre geschafft. Schalte den Stealth Boy jetzt wieder ab, Lily. Ach, und ich hatte das so gern an. Ich komme gleich wieder her, nachdem ich die Ergebnisse analysiert. Glückwunsch, dass Sie den Mark II-Prototypen in Gang setzen konnten, Doktor. Geben Sie ihn mir und wir werden uns auf den Weg machen. Keen konnte mich noch nie leiden. Wenn ihn jemand zu einem Rückzieher bewegen kann, dann Sie. Vielleicht sollte ich mal ein Hilfsmittelchen zur Hand nehmen. Damit ich da vielleicht etwas bessere Karten habe. Wissenschaft plus 20. Sprache. Meine Bitte ist recht einfach nachzuvollziehen. Geben Sie uns die technischen Daten des Stealth Boys und es gibt für uns keinen Grund, sie zu töten. Okay, Sprache 80. Was Sie im Ödland tun, hat Auswirkungen auf alle Mutanten hier, aber daran denken Sie nicht, oder? Was haben Sie vor, wenn Sie die Spezifikation haben? Die Mark IIs sind noch gefährlicher als die normalen Stealth Boys. Dr. Henry, tun Sie, was er sagt. Sie bekommen den Mark II-Prototypen nicht. Sprache. Nein, jedenfalls bis jetzt nicht. Sehr gut, Mensch. Sie haben mich überzeugt. Und ich ziehe meine Bitte zurück. Schau mich nicht an. Prim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Das erzählst du meinem teilweise kybernetischen Prim Köter. Prim hat einen neuen Sheriff. Das mit dem Nachtvolk haben sie gut hingekriegt. Hab noch keinen getroffen, der denen was ausreden konnte, dass sie sich in den Kopf gesetzt hatten. Das Experiment hat viele wertvolle Daten geliefert. Und ich bin meinem Ziel, ein Heilmittel herzustellen, ein großes Stück näher gerückt. Mir ist klar geworden, dass dieser kurze Test nicht so schnell ein Heilmittel ergeben wird. Wenn Lily aber weiterhin den Prototypen tragen würde... Wissenschaft 60 von 90... Sie meinten, dass der Nachtpirscher hier ähnlich sind? Wieso testen Sie nicht nur Sie? Das Risiko für Lily ist zu groß, setzen Sie den Test nicht fort? Ich glaube, dass Lily weiterhin den Mark II-Prototypen tragen sollte. Was haben Sie vor? Lassen Sie mich darüber nachdenken. Wissenschaft habe ich 60 und ich könnte es noch nicht mal mit einem Heftchen steigern. Ja, sie tut mir schon irgendwie leid. Bald habe ich das Heilmittel gefunden, das spüre ich. Lillys fortwährende Unterstützung wird mir die letzten Daten bescheren, die ich noch brauche.
Ich glaube, dass Lilly weiterhin den Mark II Prototypen tragen sollte. Was wird mit Lilly passieren? Was wird mit Lilly passieren? Dauerhafte Geistesschäden sind unausweichlich. Auch das Heilmittel wird ihr nicht helfen. Das Risiko für Lilly ist zu groß. Setzen Sie den Test nicht fort. In Ordnung. Ich zerlege den Prototypen, um weitere Zwischenfälle mit dem Nachtvolk zu vermeiden. Aufgabe abgeschlossen. Können wir mit ihm nochmal sprechen? Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Auf Wiedersehen. Ja, ja. Ja, ja heißt auch leck mich am Arsch. Puh. Ja, ich denke, damit sollten wir hier fertig sein. Jemand beobachtet mich. Sie jemand anderes? Das spüre ich. Ich will keinen Stress mit euch. Mal gucken. Vielleicht hat Lilly noch was zu sagen. Hallo, Liebes. Ich finde, wir sollten zusammen reisen. Auf Wiedersehen. Wir sprechen uns später, Liebes. Ja, vielleicht treffen wir noch mal zusammen. Abgebrochene Straßenlaterne. Aber Marcus ist auch gar nicht da, so wie ich das sehe. Der Partylöwe hat nachgelassen. Oh. Gefällt mir, wie sie das mit Keen erledigt haben. Ohne das Nachtvolk wäre Jacobstown noch schwächer. Bis dann. Auf Wiedersehen. Dann würde ich mal sagen, zurück nach Freeside. Jo, da geht's hin. Ganz ruhig. Na? Kommt keiner der Boys angerannt und drückt mir wieder irgendwelche Schoten in die Hand, oder? Ah, da ist er doch. Töten wir diesen Kerl! Hey, helfen Sie nicht den Leuten hier in der Gegend? Der King meint, dass sie so weitermachen sollen und ich ihnen das hier geben soll. Bin ich froh, dass ein Gecko-Steak. Ein Riesenrasiermesser. Rennen wir ihm doch einfach mal hinterher. Bei Mick and Ralphs. Verscherbeln die da ihre abgelaufenen Lebensmittel. Mal gucken, ob wir vom King vielleicht noch einen Auftrag erhalten. Wäre ja durchaus möglich. So, Waldi ist auch mit dabei. Sehr schön. Jetzt muss ich nur gucken, wo der King ist. Wahrscheinlich sitzt er in seinem Kämmerlein. Jetzt muss ich aber erst nochmal die zweite Treppe nach oben suchen hier. Irgendwo hier war das doch, meine ich. Genau. Es scheint, dass die Dinge in McCarran jetzt geregelt sind. Aber wir haben immer noch eine Menge mehr Verkehr. In Ordnung. Bis später. Wo ist der King? Ist er vielleicht unten? Hey Mann, was haben Sie vor? Bis später. Ja, ich habe vor, den Hund zurückzubringen mit dem neuen Gehirn.
Und wie sie alle gleich aussehen hier. Schon mal was von den Themensphäre gehört, Mädchen? Auf jeden Fall. Hi, King. Mensch, Rexy, du siehst ja viel besser aus. So gut wie neu. Hat mein Rexy ein neues Gehirn? Hat er. Auf jeden Fall. Sie halten Ihr Wort, daran gibt es keinen Zweifel. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Wenn Sie möchten, kann Rex noch etwas länger bei Ihnen bleiben. Das würde ihm sicher gefallen. Wollten Sie noch etwas anderes? Kann ich mich den Kings anschließen? Möchte ich eigentlich nicht. Wegen dieses Gefallens, den Sie mir schulden? Nein. Ich muss weiter. In Ordnung. Bis später. Und vielleicht kann ich ja Rex hier lassen. Hat er noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Nein, ich hatte ihm nichts gegeben. Reden wir mal mit ihm. Wie geht's dir, alter Junge? Du siehst schon deutlich besser aus. Reden wir mal über deine Taktik. Hier trennen sich unsere Wege. Da bin ich mir sicher. Sie haben das extra Suchen und Markieren verloren. Rex ist nach Freeside zurückgekehrt. Oh, hey. Durst. Hey. Ach, da ist er ja. Wie sieht's aus? Hallo. Rex. Tja, haben wir dem Hund ein neues Gehirn verpasst und ihn wieder zurück nach Hause gebracht. Jetzt schauen wir mal, was denn so unsere Aufgaben noch sagen. Mein lieber Eddie, zum Gibson-Schrottplatz in Novak bringen. Die Legende des Sterns. Wäre mal interessant zu wissen, wie viele von den Sternen ich jetzt bereits habe. Müssten auf jeden Fall über 40 sein. Eins, zwei, drei, vier Schneekugeln besitze ich. 44 Sternkorken. Lohnt sich also noch nicht. Aufgaben. Happy Trails. Gleich und gleich. Reisen Sie zum Canyon Wrack in der Nähe von Prim und betreten Sie die Kluft. Mitternachts-Science-Fiction-Spektakel. Caleb McCaffrey töten. Problem wird sein, ich komme da noch nicht rein. Die Platten im Dunkel der Geschichte. Optional in den Geschichtsdaten der Bruderschaft. Da müsste ich eigentlich hin zurückkehren. Alle Menschen werden Brüder. Einen Weg finden, den Entfernungsmesser bei Helios One zu aktivieren. Benny im Topf stellen, mein lieber Eddie. Ich würde sagen, wir suchen erstmal nach Eddie. Wobei der wahrscheinlich in Prim sein dürfte. Warum kann ich nicht?
sind Feinde in der Nähe. Ja, nicht nur das, Meister. Wie, oh. Hast du einen mitgekriegt? So viel zu Fallout für heute und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Auf der linken Seite oben findet ihr die komplette Playlist mit allen Videos. Links unten gelangt ihr zu den Videos von meinem Minecraft-Server. Klickt auf den Gasmaskenmann, um meinen Kanal zu abonnieren und nutzt die Tools unter dem Video, um es zu teilen, kommentieren oder favorisieren. Macht's gut!